Bei Feinart-Fotografie steht die Ästhetik im Vordergrund und nicht die realitätsgetreue Darstellung eines Motivs oder einer Landschaft, einer Architektur, was auch immer. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man von diesem Bild hier zu diesem Bild hier kommt. Ihr habt es an meinem ersten Satz schon gehört, es geht um Fine Art und ich hatte gesagt, was im Vordergrund steht, ist die Ästhetik. Ästhetik ist natürlich eine sehr subjektive Eigenschaft und der eine oder andere mag das Bild ästhetisch finden, der andere vielleicht nicht. Ich finde es ästhetisch, es ist nicht ganz realitätsgetreu, das habt ihr am Vorherbild gesehen, aber es ist eine Technik, die hier zum Einsatz oder mehrere Techniken, die hier zum Einsatz gekommen sind, die in der Feinart-Fotografie gerne benutzt werden. Und das wollte ich euch heute mal zeigen, wie das Ganze entstanden ist. Ja, wenn man Feinart googelt, dann findet man eigentlich in der Mehrzahl Schwarz-Weiß-Bilder. Ich habe aber bisher keine Regel oder sonst was gefunden, dass Feinart immer schwarz-weiß sein muss. Trotz alledem, heute machen wir wirklich ein Schwarz-Weiß-Bild. Das war also unser Ausgangsbild. Das ist aufgenommen in Düsseldorf. Das ist der sogenannte Köbogen. Ich finde ein sehr interessantes Gebäude. Der Himmel, ihr seht schon, war eher unspektakulär, eher weiß-grau gemischt. Das Rohrbild habe ich in Lightroom bereits entwickelt. Das soll heute nicht das Thema sein. Wir schauen uns jetzt an, was wir in Photoshop weiteres tun. Und das erste Thema ist natürlich der Himmel. Ihr habt es gesehen, der sieht ganz anders aus. Und zwar gehen wir nochmal ins finale Bild. Das, was wir als Himmel haben, ja, sieht ein bisschen aus wie eine Langzeitbelichtung und überlagert den ursprünglichen Himmel. Und der Ausgangspunkt für unser Bild ist auch nicht das Ursprungsbild hier, sondern wir fangen wirklich an mit dem Himmel. Das heißt, eigentlich erstmal auf der leeren Fläche. Ihr habt es gesehen, der Himmel war ziemlich stark weich gezeichnet und mit dem Bewegungsfilter auch nochmal sozusagen ja, gestreckt weich gezeichnet, sodass das Ganze einen bewegten Charakter hat. Das Ursprungsbild des Himmels war dieses hier. Hier haben wir schön Kontraste drin zwischen den Wolken und dem blauen Himmel. Aber was euch natürlich gleich auffällt, die Perspektive ist völlig anders als unser Zielbild. Wir haben hier ein Bild, was ziemlich waagerecht oder vielleicht ganz leicht schräg nach oben aufgenommen wurde, während der Köbogen ja senkrecht nach oben fotografiert wurde. Wenn ihr das macht, ohne massiv mit der Bewegungsunschärfe oder sonst was dran zu gehen, dann wird das nicht funktionieren. Das sieht dann sofort ziemlich komisch aus und jeder, der das Bild sieht, weiß sofort, das kann so nicht sein. Da wir die Wolken aber nur benutzen, um letztendlich einen Ausgangspunkt zu haben für den Bewegtfilter und den gaußschen Weichzeichner, den wir darauf anwenden, ist das in dem Fall unkritisch. Das heißt, ich habe mir hier den oberen Teil ausgeschnitten und hier eingefügt. Und dann schon mal erstens mit dem Transformationswerkzeug in, sagen wir mal, eine Form gebracht, dass nachher der Wolkenanteil des Bildes, ich zeige euch nochmal kurz das Endebild, da auch wirklich reinpasst. Und ich habe ihn dann nicht nur mit der Bewegungsunschärfe, sondern auch mit dem gaußschen Weichzeichner letztendlich in diese Form gebracht. Das heißt, ich habe zunächst die Bewegungsunschärfe darauf angewendet, dann den gaußschen Weichzeichner und dann mit dem leicht versetzten Winkel nochmal mit der Bewegungsunschärfe. Alles auf den gleichen Himmel. Die Richtung, die ich letztendlich als Hauptrichtung gewählt habe, seht ihr schon, ist die Richtung, die nachher dann auch der Öffnung dieses Bildes hier entspricht. Das war also durchaus beabsichtigt. So, durch den massiven Einsatz von gaußschen Weichzeichner und Bewegungsunschärfe ist die Perspektive des Ursprungshimmels nicht mehr zu erkennen. Somit stellt es dann auch für das Gesamtbild kein weiteres Problem dar. Im nächsten Schritt habe ich das in Schwarz-Weiß umgesetzt.
Und dann, dazu schalte ich jetzt kurz mal hier die Ebenenmaske aus, darüber unser Ursprungsbild gelegt. Mit dem Schnellauswahlwerkzeug lässt sich das sehr einfach ausschneiden, weil wir haben hier eine harte Kante. Wir haben bis auf hier gute Kontraste. Trotz alledem, mit dem Schnellauswahlwerkzeug ist das Ganze kein Problem. Und ich schalte jetzt mal die Maske wieder ein, sodass wir letztendlich das hier, die Maske sieht also jetzt so aus. Und ihr seht schon, die Form des Ausschnittes ist sehr gut abgebildet, dass wir damit den ursprünglichen Himmel ausblenden und damit sehen, was dahinter ist. Und das ist natürlich unser Himmel. Der Vorteil dieser Variante ist, ich kann jetzt, wenn ich das will, den Himmel hier nochmal hin und her schieben und ihn mir so einstellen, wie ich es nachher haben möchte. Nächster Schritt ist, die Kurvenstruktur insbesondere hier stärker zu betonen. Im Moment ist das alles ziemlich gleichmäßig beleuchtet. Wir sehen vielleicht, dass es hier eine Spur dunkler ist. Hier ist es heller, hier innen drin, naja, vielleicht auch ein bisschen dunkler. Was ich gemacht habe, ist letztendlich in zwei Ebenen Dodge and Burn. Mit der ersten Ebene habe ich den mittleren Bereich, also das, was sozusagen in der Biegung drin liegt, abgedunkelt. Und zwar habe ich hier darunter liegen eine Tonwertkorrektur, wo ich die Belichtung einfach ein bisschen dunkler gemacht habe. Und beim zweiten habe ich die außenliegenden Flächen, nämlich hier und hier insbesondere, aufgehellt. Das sieht dann hier entsprechend anders aus. Und ihr seht es am Regler hier. Hier habe ich einfach aufgehellt, ohne größere, ja, ich sag mal, Kunstwerke hier an der Stelle zu machen. Um den Charakter des ganzen Bildes mehr dieser, ja, fließenden Wolkenstruktur anzupassen, habe ich im nächsten Schritt, ich sage mal, so eine Art Orton-Effekt eingeführt. Ihr habt den schon mal bei mir gesehen oder vielleicht bei jemand anders. Letztendlich, was man tut, ist, man nimmt eine Sammelebene von dem, was man bis dahin hat, zeichnet die mit dem gaußschen Weichzeichner weich und überlagert die mit weichem Licht. Das ist das, was wir jetzt hier haben. Ich mache sie nochmal aus und nochmal an. Ihr seht schon, das macht das Ganze etwas, ja, es bringt so ein Glow hinein. Um die Schärfe in die Strukturen wieder zurückzubringen, habe ich die gleiche Sammelebene genommen und mit dem Hochpassfilter und der Einstellung lineares Licht drüber gelegt. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Effekte von diesen einzelnen Ebenen hier an. Wir haben einmal die Schärfung mit dem Hochpassfilter. Das seht ihr insbesondere, dass hier die Strukturen in diesen, ich weiß gar nicht, was das für ein Stein ist. Sieht aus wie Marmor, aber keine Ahnung, dass die wieder rauskommen. Und das ist die Ebene, die sozusagen für den Glow in Anführungszeichen verantwortlich ist. Jetzt habe ich versehentlich die Ebene schon angemacht. Ich mache sie nochmal aus. Da geht es nämlich um den Bereich hier unten. Und der hat mich gestört. Einmal gefällt mir die Struktur hier nicht so richtig und er ist mir zu präsent. Mir geht es um diese Bogen, um diese, über diese fließenden Formen und den fließenden Himmel. Das da unten ist für mich nicht fließend. Das heißt, das wollte ich, sag mal, dem Betrachter ein kleines bisschen entziehen. Und was ich letztendlich gemacht habe, ich habe mit dem Polygon-Lasso das Ganze hier ausgewählt, eine Maske gemacht und auch wieder mit einer Tonwertkorrektur das Ganze hier unten abgedunkelt, sodass es nicht mehr so auffällt und der Betrachter nicht hier hingelenkt wird, wenn er sich das Bild anschaut, sondern auf diese Bogenstruktur hier und den Himmel. Dann bin ich nochmal mit einer Tonwertkorrektur auf das ganze Bild gegangen, um es noch ein bisschen strahlender zu machen. Letztendlich ist hier, gucken wir uns das mal an, was ich da gemacht habe. Ja, es ist eigentlich nur ein bisschen heller gemacht worden. Der Ursprung war mir einfach zu düster, zu dunkel. Deswegen hier nochmal letztendlich das Ganze ein bisschen aufgehellt. Und das hier oben ist wieder eine Sammelebene, nämlich unser finales Bild. Und damit sind wir dann bei diesem Ergebnis gelandet. Ja, heute mal wieder ein bisschen ein anderes Thema. Architektur hatten wir zwar beim letzten Mal schon, aber heute wirklich mehr in die Richtung, wie bearbeite ich denn ein Schwarz-Weiß-Bild mit Blick auf, naja, Fine Art. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich weiß, Schwarz-Weiß ist nicht jedermanns Sache, man sieht es auch relativ wenig. Aber ich finde, gerade wenn man
anfängt mit der Fotografie oder mit der Bildbearbeitung, mal einen der drei Faktoren rauszunehmen aus der Bildgestaltung. Und ihr kennt ja die Faktoren. Das ist einmal Textur, Struktur, das ist die eine. Dann Licht, also hell und dunkel, die zweite. Und Farbe ist die dritte. Und gerade wenn man üben will, beispielsweise, und es eigentlich sonst gar nicht mit Schwarz-Weiß hat, ist es mal eine interessante Aufgabe, sich Schwarz-Weiß als Thema zu nehmen für die Fotografie und für die Bildbearbeitung. Man lernt einiges dabei, insbesondere weil man eben durch diesen dritten Faktor Farbe mal nicht gestört wird und sich auf die ersten beiden Faktoren konzentrieren kann. Wenn es euch heute gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und was das nächste Mal kommt, kann ich im Moment noch nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht, weil wenn ihr dieses Video seht, dann bin ich gerade auf den Kanaren unterwegs. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass ich dann nach diesem Video hier euch was von den Kanaren erzählen werde. Aber lasst uns überraschen. Und wenn ihr auch überrascht werden wollt, dann abonniert doch meinen Kanal. Würde mich freuen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Fotografieren. Und nehmt euch mal ein Schwarz-Weiß-Projekt vor. Bis dahin, ciao.